Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren Kanal-Talk. Ja, Leute, worum geht's hier in diesem Video? Ich werde hier ein bisschen was zu den Let's Plays sagen und zu den Inhalten, die bis zum Ende des Jahres hier auf den Gaming-Kanal kommen und auch auf meinem Zwei-Kanal, den Zagos quatscht. Und was ich schon mal vorwegnehmen kann, es wird dieses Jahr auf jeden Fall noch ein bisschen Rust geben. In welchem Umfang und so weiter komme ich im Laufe des Videos dazu. Ansonsten werde ich die Kanalmitgliedschaft hier ein bisschen umgestalten bzw. gestalten. Das war ja alles bisher nur so Standardeinstellungen und sowas. Da möchte ich ein bisschen mal zu erzählen. Ansonsten möchte ich zum Thema Twitch ein bisschen was erzählen, generell zum Streaming. Ich werde da ein bisschen was auf YouTube verlegen, das schon mal vorweg. Ja, und da möchte ich noch ein bisschen was so zu Lotro erzählen, also zu Herr der Ringe Online zum Ende des Videos. Und damit gehen wir rein, würde ich sagen. Also, aktuell, ihr seht es im Hintergrund, läuft Enderer Gameplay. Aktuell läuft Enderer als Let's Play von Montag bis Freitag auf meinem Kanal. Und aktuell plane ich auch nur ein Let's Play auf meinem Kanal. Ja, ich hatte ja schon im letzten Video, oder ich hatte ja mal ein Video gemacht zum Thema Let's Play. Wie da so die Meinungen sind. Ja, weiß ich nicht. Schwieriges Thema. Aber allein auch durch Zeit möchte ich da nicht so den Druck haben. Ich möchte da halt ein Let's Play auf meinem Kanal laufen haben. Und das ist aktuell Enderal. Auch wenn da nur 20 Aufrufe sind, dann ist das so, Leute. Mir macht das Spiel mega Spaß. Und mir macht es auch Spaß, das aufzunehmen. Und von daher seht ihr das aktuell auf meinem Kanal. Es kann natürlich sein, wenn irgendwie ein neues Spiel kommt oder ich durch irgendwas anderes irgendwie gehypt bin und da unbedingt Bock auf ein Let's Play habe, dass da vielleicht zusätzlich was kommt, dann vielleicht in kleinerem Umfang oder so, muss man mal schauen. Aber es wird so sein, dass auf meinem Kanal, bis Ende des Jahres ist so geplant, immer ein Let's Play Montag bis Freitag laufen wird. Ob das bis zum Ende des Jahres Enderal sein wird, weiß ich nicht, wie da der Inhalt reicht. Aber ansonsten gibt es ja auch noch Skyrim hinterher, wenn man das wollen würde. Oder The Witcher und so weiter. Es gibt genug Spiele in dieser Richtung. Ja. Das mal dazu. Ansonsten wird es natürlich auch weiterhin so sein, dass Tutorials kommen werden zu Herr der Ringe Online oder auch mal zu 7 Days vielleicht. Aber jetzt noch welche Tutorials bei 7 Days macht keinen Sinn, wenn man kurz vor der neuen Alpha-Version steht. Aber wenn dann die neue Version da ist, kann ich da gerne auch dann mal zu 7 Days mal ein paar aktuellere Tutorials machen. Ja. Aber 7 Days werde ich ja wahrscheinlich auch wieder ein bisschen spielen. Ansonsten wird es natürlich auch immer mal wieder so ein kleines Angezockt geben, was dann vielleicht auch ein bisschen länger ist, über 4-5 Folgen oder sowas. Oder vielleicht auch mal über 10 oder 20 Folgen, wenn es ein bisschen mehr Inhalt hat oder sowas. Das kann auch sein, dass sowas kommen wird. Das ist auf jeden Fall so die aktuelle Ausrichtung dieses Kanals. Wichtig, es wird ab sofort jeden Montag auf YouTube ein Stream geben. Immer 18:30 bis 22 Uhr. Schön 3,5 Stunden bin ich live. Ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu irgendwas hier auf dem Kanal, könnt ihr gerne in den Stream kommen. Auch wenn wir gerade was anderes spielen, könnt ihr dann natürlich dann auch was zu Herr der Ringe fragen oder sonst was. Ansonsten plane ich spontan, je nach Zeit, dann vielleicht auch noch einen zweiten Tag auf YouTube live zu streamen. Mal schauen, ob das vielleicht Herr der Ringe Online sein wird, wo ich ein bisschen was mache, könnte ich mir ganz gut vorstellen, weil ich da natürlich auch viel Tutorial-Inhalt habe und einfach auf YouTube ein bisschen mehr Reichweite habe, zumindest wie es auf Twitch der Fall ist. Generell zum Streaming vielleicht, ja, Twitch geht auch gerade aktuell sehr komische Wege, manche Sachen. Will ich jetzt gar nicht hier so drauf eingehen, könnte man mal in einem extra Video behandeln, wenn es interessiert. Ja, die mir jetzt nicht so sehr gefallen. Ich meine, ich spiele da keine Rolle. Ich habe im Schnitt 10 Zuschauer, was ich da denke oder fühle oder sonst was, interessiert keine Sau. Ja, aber nichtsdestotrotz kann ich da natürlich ein paar Inhalte auf andere Plattformen auslagern. Ne? Aktuell ist es so, dass ich Dienstag, Donnerstag von 18:30 bis 22 Uhr auf Twitch streame und das werde ich auch erstmal beibehalten. Ansonsten ist es so, dass ich meistens, was heißt meistens, ab und wann mal Freitag streame oder Samstags, das streame ich dann meistens auch auf Twitch
Und ansonsten hat sich so ein bisschen eingebürgert, dass ich sonntags so ab 16, spätestens so bis 20, 21 Uhr meistens auch nochmal auf Twitch streame. Da muss ich mal gucken, wie ich das in Zukunft mache. Es kann auch sein, dass ich da am Wochenende dann vielleicht auch mal eher auf YouTube streame wie auf Twitch. Ne? Da muss ich mal gucken, wie mir das auf YouTube so gefällt. Aber das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ja, aber da gibt es keinen festen Termin. Sollte ich dann vorher was wissen, kann ich das vorher auf YouTube ankündigen. Das wird ja auch für Startseite angezeigt. Ansonsten bekommt ihr die Infos aber auch über meinen Discord. Über meinen Discord-Server bekommt ihr immer Infos, wenn ich irgendwo live bin. So, das mal nebenbei. Ansonsten Thema Rust. Ja. Thema Rust kommt ja immer mal wieder auf in den Kommentaren und so weiter. Und ich weiß auch, dass ich mit Rust die meiste Reichweite erziele. Ja, aber Rust ist so ein Ding, da muss ich halt Zeit und auch Lust haben. Rust hat jetzt ein geiles Update gekriegt, das Hardcore-Update, und das ist auf jeden Fall eine Sache, die mich interessiert. Und was bei mir das Rust-Feeling von früher wahrscheinlich wieder erwecken wird. Ich habe es noch nicht gespielt, extra nicht, weil ich gar nicht die Zeit habe und da wollte ich jetzt nicht ein paar Stunden reingucken. Aber genauso habe ich damals Rust gespielt, ohne Map, ohne alles, das gab es früher alles nicht. Und da habe ich Bock drauf. Ich habe im November eine Woche Urlaub und da habe ich auf jeden Fall geplant, dass ich mir 2 Tage Zeit nehme, wo ich ein paar Stündchen Rust mache, wo ich ein bisschen was aufnehmen werde. Eine kleine Staffel, und die werde ich dann hier auf YouTube hochladen. Ne? Dann seht ihr ein bisschen Rust. Inwieweit das in Richtung Raid geht oder sonst was, kann ich euch nicht sagen. Es kann auch sein, dass es mir so Spaß macht, dass ich 3-4 Tage was aufnehme. Ich weiß es einfach nicht. Es kommt auch darauf an, ob ich einen guten Server finde, der auch im Hardcore-Modus läuft, oder ob ich auf einen offiziellen gehen muss. Dann ist natürlich immer die Sache, ja, wann war der Vibe, wann kann ich da starten, wann ist halt meine Urlaubszeit. Sind die dann alle schon 2 Wochen alt, die da rumrennen und so weiter. Das wird man halt alles sehen, das kann ich auch nicht sagen. Aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass das im November auf jeden Fall Rust-Content hier geben wird. In welchem Umfang, weiß ich selber noch nicht. Es kann sein, dass es nur 10 Folgen werden. Es kann sein, dass es 20, 30, 40 Folgen werden. Ich weiß es nicht. Lasst euch da einfach überraschen. Ansonsten muss man auch halt gucken, oder muss ich halt gucken, wie es mir Spaß macht. Ja? Sollte mir der Hardcore-Modus gefallen oder sowas, kann natürlich sein, dass es in Zukunft auch mal öfter wieder Rust-Content geben wird. Aber natürlich wird es nicht mehr so sein wie früher, dass hier durchgehend irgendwelche Staffeln Rust laufen werden. Aber ich könnte mir schon vorstellen, so alle Vierteljahr mal irgendwie ein Wochenende in Rust reinzustecken. Warum nicht? Ne? Muss man mal abwarten, kann ich euch nichts versprechen. Ich kann euch nur versprechen, dass ihr dieses Jahr hier noch Rust-Content sehen werdet. In welchem Umfang, kann ich euch halt noch nicht sagen. Gut, das mal dazu. Und dann kommen wir auch passend zu dem Thema, zu der Kanalmitgliedschaft hier auf YouTube. Ist ja ähnlich wie ein Sub auf Twitch, nur ich habe hier, glaube ich, das billigste ist bei mir 1,99 oder was. Aktuell habt ihr da die Standardvorteile, dass ihr ein paar Smileys im Chat nutzen könnt und in den Kommentaren, die sonst keiner nutzen kann. Ähnlich wie auf Twitch, ja, nur das ist auf Twitch halt, ich weiß es gar nicht, was kostet es gerade, 3,99 oder was. Ja, das ist einfach nur, ihr könnt mich da unterstützen, müsst das nicht. Ihr habt da keine großen Vorteile durch. Allerdings, um halt die Handvoll, die mich da unterstützen hier auf YouTube, ein bisschen, ja, auch irgendwie einen Vorteil zu geben, werde ich das, was YouTube halt anbietet. Das ist jetzt auch nicht so viel, was ich da machen kann, aber ich werde auf jeden Fall in Zukunft alle Streams von Twitch, die ich streame, werde ich auf YouTube exportieren, und die sind dann auch nur für die Leute sichtbar, die Kanalmitglied sind. Ja. Ihr könnt die natürlich auch jederzeit auf Twitch nachschauen, ich glaube 4 oder 5 Wochen lang, ich weiß das gar nicht. Dann verschwinden die auf Twitch, hier auf YouTube bleiben sie aber durchgehend da, aber die werden ungeschnitten hochgeladen, so wie es auf Twitch läuft, und die sind hier für die Kanalmitglieder ausschließlich da. Ansonsten werde ich wenn ich demnächst etwas aufnehme, zumindest ist das der Plan, das muss ich noch ausprobieren, aber das sollte eigentlich funktionieren,
Wenn ich demnächst etwas aufnehme, wie jetzt Enderal oder wenn ich irgendein anderes Let's Play mache, wie zum Beispiel auch Rust, dann werde ich das gleichzeitig privat streamen auf YouTube. Da muss ich mir noch überlegen, muss ich mal schauen, ob man das auch nur für Kanalmitglieder machen kann. Dann werde ich das direkt freischalten. Allerdings werde ich da dann nicht in den Chat schauen oder sonst was. Ja? Ihr könnt dann da zugucken, ich werde da aber nicht anwesend sein. Aber die Sache wird natürlich dann auch gespeichert auf YouTube und das Gespeicherte wird dann auch für die Kanalmitglieder da sein. Ja? Bedeutet, jetzt am Beispiel Enderal, ich nehme jetzt mittwochs auf, 4 Stunden, dann mache ich, während ich das aufnehme, streame ich das gleichzeitig auf YouTube, aber so, dass es niemand sehen kann und dann wird es auf YouTube gespeichert und ich gebe es dann für die Kanalmitglieder frei. Bedeutet, als Kanalmitglied könnt ihr, wenn ihr dann unbedingt reinsuchten wollt in irgendwas, könnt ihr den Content, der auch wirklich schon da ist, euch dann am Stück reinhauen. Ja, das sind die beiden Sachen, die ich für Kanalmitglieder machen kann hier. Und ja, das werde ich tun. Ne? Einfach um, das soll jetzt auch gar nicht so sein, ja, ihr müsst das jetzt machen, um das da sehen zu können. Also ihr müsst hier gar nichts abonnieren. Ja, gerade in der heutigen Zeit, auch wenn es nur 1,99 ist, ja, aber in der heutigen Zeit weiß ich selber, dass man jeden Euro 5-mal umdreht. Und darum soll es auch gar nicht gehen. Allerdings möchte ich halt die Leute oder den Leuten, die das machen, nicht nur irgendwie den Vorteil geben, dass sie 5 besondere Smileys haben, ja, so wie es bei Twitch ist. Warum generell möchte ich das auf YouTube eher machen wie auf Twitch? Wie gesagt, ich müsste da mal ein extra Video zu machen, aber ja, ich bekomme halt hier bei 1,99 € bekomme ich, ich müsste das mal genau nachgucken, bekomme ich aber fast so viel, wie ich bei Twitch für einen 4-Euro-Sub bekomme. Ja? Und das ist halt, ja. Das ist jetzt nicht irgendwie ausschlaggebend, dass es darum geht, yo, ich muss jetzt hier irgendwie Geld verdienen oder sowas. Aber es geht einfach darum, dass Twitch im Moment Entscheidungen trifft und sich verhält. Gegenüber Content-Creatern, was sehr fragwürdig ist und dann muss man nicht den Leuten noch das Geld von euch in den Rachen schieben, wenn ihr eigentlich eher mehr den Content Creator unterstützen wollt. Deswegen ist das ein bisschen grenzwertig. Aber wie gesagt, da müsste ich mal ein extra Video zu machen, wenn das irgendwie interessiert, aber dann auch auf meinem Quatschkanal und nicht hier. Ich wollte nur sagen, das sind die Sachen, die sich ändern. Wie gesagt, billigste ist glaube ich 1,99 € und dann, ja, wenn ihr irgendwelche stinkreichen Motherfucker seid, haut mir gerne ein 20 rein im Monat als Unterstützung, habe ich gar kein Problem mit. Wa? Wenn euch meine Tutorial-Videos gefallen, klar, freue ich mich über Unterstützung. Ist ja auch immer eine Menge Zeit, die da reinfließt, aber natürlich mache ich das alles freiwillig und nicht mit dem Gedanken, ich muss da irgendwie Geld verdienen. Ich gehe ganz normal arbeiten und das Geld, was ich, das bisschen, was ich einnehme mit YouTube und Twitch, fließt halt wieder in neue Games oder in irgendwelche Ausstattung rein und ja. Das einfach mal dazu. Ansonsten Thema Herr der Ringe online. Ich habe es ja, ich weiß gar nicht, wann es war, vor ein paar Monaten wieder angefangen. Und ich muss sagen, mir macht es mega Spaß. Ja, hätte ich nicht gedacht, dass ich nochmal so, ich habe ja früher richtig reingesuchtet, habe ich ja schon mal erzählt und mir macht es mega Spaß und ich spiele Herr der Ringe jede Woche, ja, regelmäßig. Auch wenn ich es dann nicht streame oder sowas, ich spiele es aber. Da aber mein Hauptcontent auch hier auf YouTube läuft, zum Thema Herr der Ringe, werde ich gucken, ich werde mal 2-3 Probestreams machen zum Thema Herr der Ringe online hier auf YouTube. Wie da so die Zuschauerschaft ist, wie so die Aktivität im Chat ist und so weiter, wie es ankommt. Und dann gucke ich mal, ob ich sowas in Zukunft dann eher auch auf YouTube wie auf Twitch streamen würde, was jetzt Herr der Ringe online betrifft. Wie gesagt, das werde ich mal testen. Da werde ich auch gucken, dass ich dann irgendwie mir so ein paar Themen nehme. Wie zum Beispiel, dann sage ich, ich mache jetzt hier ein Stream nur epische Schlachten. Ich mache ein Stream nur mal ein paar Scharmützel. Ich zeige euch in ein Stream mal die Gundabad-Instanzen. Die kann man auch alle solo spielen, bis auf den Raid. Sowas könnte ich mir vorstellen. Aber das wären dann Möglichkeiten, wo man halt auch sagen könnte, keine Ahnung, ihr habt Fragen oder ihr wollt mal eine bestimmte Klasse sehen oder sowas. Dann könnte ich euch das dann natürlich zeigen und
bisschen direkter auf Sachen drauf eingehen, als wie in so einem Tutorial-Video. Ne? Ja, das sind so die Sachen, die sich hier die kommenden Wochen abspielen werden. Und ich freue mich drauf. Ich habe Bock drauf. Generell aktuell macht mir das Zocken Spaß. Ist ein super Ausgleich in meinem Leben zum Alltag. Und ich hoffe, das bleibt weiterhin so. Und ja, ihr seid up to date, was hier auf dem Kanal passiert. Zum Thema Zagos Quatsch vielleicht noch. Ganz kurz, Zagos Quatsch ist ja aktuell so der FC Bayern Talk. Also, wenn ihr Bayern-Fan seid, schaut gerne mal rein. Ich mache nach jedem Spiel eine kleine Bewertung des Spiels, sage meine Meinung zu unserer Mannschaft, zu dem Trainer, zu der Leistung. Ordne das aus meiner persönlichen Sicht ein. Und ja, die Aufrufzahlen sind da um Längen besser wie auf meinen Gaming-Videos. Dafür sind die Abonnenten nicht da. Also wenn ihr mich irgendwie unterstützen wollt, ohne irgendwie einen Euro in die Hand nehmen zu können, abonniert doch einfach meinen Zagos Quatsch-Kanal. Ja. Wenn ich da irgendwann 1000 Abonnenten habe, kann ich die Videos, die da laufen, auch monetarisieren. Und die würden wahrscheinlich das Zehnfache einbringen, wie die Videos, die ich hier monetarisiere. Das auch nur mal am Rande. Also, wer da Bock hat, geht da mal drauf, lässt ein Abo da. Ihr müsst da nichts gucken, wenn euch Fußball nicht interessiert, aber deines Abo hilft mir. Ansonsten findet ihr auf dem Kanal so alle 3 Monate mal ein Zagos Privatvideo, wo ich ein bisschen so über erzähle, wie es mir privat geht und so weiter, was so abgeht. Aber da werden dann auch Reactions kommen zu Seven vs. Wild Staffel 2. Das ist aktuell geplant, das werde ich mir natürlich im Stream anschauen. Ich weiß noch nicht genau, ob auf Twitch oder auf YouTube, das werden wir sehen. Sehr wahrscheinlich aber auf Twitch eher, weil ich dann die Reactions aus den Streams auf meinen Zagos Quatsch Kanal hochlade. Also nicht hier auf dem Gaming-Kanal, weil hier läuft nur Gaming-Content, alles andere läuft auf dem Zagos Quatsch-Kanal. Ja. Ja, es kann auch sein, dass in Zukunft mal die eine oder andere Reaction kommen wird. Das weiß ich nicht. Oder das eine oder andere Video zum gewissen Thema. Ich habe da so ein paar Sachen, wo ich schon was zu sagen könnte, aber da muss ich dann auch die Zeit haben, mich da hinzusetzen, um ein bisschen was aufzunehmen. Gut, wisst ihr da Bescheid? Und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wenn ihr hier bis zum Ende dran geblieben seid. Das ist auf jeden Fall das, was hier die kommenden Wochen, Monate bis zum Ende des Jahres hier passieren wird. Und am Start zum neuen Jahr gibt es nochmal ein neues Video und dann gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Also Leute, in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen, Zuhören. Haut rein, bis dann. Tschüssi.